Guten Abend und willkommen zum Kulturgespräch. Wenn man so zwischen 4 und 12 ist, hat man am nächsten Wochenende die Qual der Wahl. Dann geht nämlich das Festival Jups über die Bühne, junges Publikum Schaffhausen. Insgesamt 20 Konzerte, Theatervorstellungen und Workshops in verschiedenen Sparten werden angeboten. Mein Gast heute ist der Mitorganisator vom Festival und Theaterschaffende Stefan Colombo. Herzlich willkommen. Merci. Eben, es läuft sehr viel. Ich bin jetzt so ein Mädchen und bin vielleicht 6 oder so. Was würdest du mir empfehlen? Ja, dann würde ich dir empfehlen, eine Mami zu sagen, sie soll sich einfach 2 Tage frei nehmen und mit mir die Sachen schauen. Es hat Sachen für die Eltern, Sachen für alle. Und die Hälfte der Sachen sind eben Workshops, die man anbietet. Mhm. Und die laufen immer recht super. Also es ist ja schon das dritte Mal, dass es jetzt das Jups gibt, das Festival. Und also hoffentlich läuft viel. Es ist ja ein Festival, da muss ja eigentlich 2 Tage die Post abgehen. Genau, eben, das ist am Samstag und am Sonntag. Genau. Du sagst eben Sachen für Eltern und Sachen für Kinder. Was heisst jetzt das? Oder ist es mehr einfach für als ganze Familie gedacht? Es ist für die Familie gedacht natürlich. Weil also gerade 6-Jährige gehen ja nicht allein ins Theater, was ich verstehe. Also kann sie auch nicht unbedingt überall allein anschicken. Darum hat es eben die Konzerte, die sind sicher für die ganze Familie gedacht und spannend. Und die Workshops sind die einen, kann man mit den Eltern gehen, zum Beispiel im Bambusflötenbau. Das war das letzte Adrenner gewesen, auch für die Erwachsenen. Ja, ja, die schnitzen sehr gerne. Unter dem Vorwand, dass sie schauen, dass das Kind sich nicht schneidet, sind sie also auch wacker dabei und haben ihre eigenen Flöten gebastelt. Aha. Und sonst haben sie noch Fotografie? Ja, es sind allerdings schon 3 Workshops sind schon voll. Die sind schon, haben sich schon zu viel angemeldet. Also Beatbox ist voll, Graffiti ist voll und der Fotokurs, die sind leider das Jahr schon besetzt. Wir bieten es hoffentlich nächstes Jahr wieder an. In mehrfacher Ausführung vielleicht. Ja, also auch der Zauberkurs wird schon doppelt geführt, der ist das letzte Jahr auch überrannt worden. Und da ist auch der eine schon voll. Das dritte Mal führen ihr das durch. Federführend ist ja vor allem Kammgarn und Schauwerktheater, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und seit 2 Jahren auch sehr aktiv die Musikschule. Und wie sind ihr jetzt auf die Idee gekommen, um das zu machen? Dass es ein Bedürfnis auch könnte sein, so ein Festival zu machen für ein junges Publikum? Also wir sind Schauwerk, das Kammgarn und Theaterskarmus sowieso und Musikschule. Wir bieten ja seit langem Sachen an für Kinder. Und es ist immer ein Problem, zum Publikum überzukommen. Also für einzelne Veranstaltungen? Für einzelne Veranstaltungen. Und zwar vor allem ist das Problem, dass zahlen und mitnehmen eigentlich die Eltern. Und die müssen zuerst überhaupt aufmerksam werden auf, da hat es etwas für unsere Kinder. Und wenn das nicht schon aktive Eltern sind, die schauen, was gibt es alles, was kann mein Kind schauen kann, dann, ja, dann braucht es einen Schritt mehr, so einen Motivationsschritt. Und darum haben wir gedacht, wir machen ein Festival. Ich meine, für Jugendliche und Erwachsene gibt es ja die Festivals, der ganze Sommer ist voller Festivals. Und dort können die Erwachsenen und Kinder selber aussuchen. Aber für Jugendkultur haben wir gedacht, wir machen jetzt mal so eine geballte Ladung, die dann auch auffällt, wo man halt auch die Stadt zupflastert mit Plakaten. Und wo dann vielleicht Kinder können zupfen und sagen, du, ich will da gehen, das ist etwas für mich. Also es ist vor allem auch eben zum ein bisschen bündeln, Aufmerksamkeit erregen und von dort aus dann auch vielleicht wieder weitere Aktivitäten machen, wie Theaterkurs oder so, wie es Momol anbietet oder in dieser Richtung. Ja, so. Und auch um darauf aufmerksam machen, was es alles gibt in der Stadt. Ihr sprecht jetzt vor allem Kinder an, eben zwischen 4 und 12 Jahren. Habt ihr euch auch überlegt, das zum Beispiel mal weiterzuziehen für Jugendliche? Dort braucht es ja dann vielleicht ein bisschen eine andere Ausrichtung. Ja, dort braucht es etwas anderes, aber vor allem so ab 12 wollen die jungen Menschen sowieso selber entscheiden und nicht mehr mit den Eltern gehen. Also, das ist wie ein anderes Angebot auch.
Und das wird auch genutzt. Also der Jugendclub in Schaffhausen ist ja der, der das Theaterangebot hat für Jugendliche. Der ist eigentlich gut besucht. Und die Theaterworkshops, die durch das ganze Jahr durchlaufen, sind eigentlich auch relativ gut besucht. Wobei wir haben hier jetzt auch Theaterworkshops, die der Jugendclub anbietet, jetzt während dem Festival, wo mhm. Jugendliche auch sich anmelden können. Mhm. Aber ja, ab der 5. Klasse wollen die Kinder eigentlich selber entscheiden und selber gehen. Mhm. Es ist nicht zum Teil auch peinlich, wenn die Eltern dann da noch hinten dran stehen. Und ja, genau. Aber ich denke, eben wie so ein Festival, wo sich dann schon die Jugendlichen könnten selber anmelden, aber sagen wir, wo man es eben vielleicht noch mehr würde auf Beatboxen, auf vielleicht auch Musikworkshops, Rockmusik, ja, oder so. So, das habe ich jetzt gedacht, ob das vielleicht auch einmal noch ein Thema wäre, um so etwas zu machen. Also eben, wir haben die Workshops auch für Jugendliche, die sind gegen oben eigentlich offen. Und wir haben beim ersten Jubs haben wir auch noch ein Disco angeboten gehabt, den Abend. Mhm. Aber eben, wir dürfen den auch nicht zu lang machen. Und also, die Jugendlichen wollen auch nicht, dass dann da irgendwie für sie etwas Spezielles gemacht werden. Sie interessiert dann schon den richtigen Ausgang und nicht so ein Spezialprogramm, wo man sie dann schont, oder? Mhm. Du bietest einen Schreibworkshop an, unmögliche Geschichten. Mhm. Anderthalb Stunden geht der. Was entlockst du da den Kindern für Geschichten in dieser Zeit? Also natürlich weiss ich nicht, was ich da den Kindern oder den Jugendlichen entlocken kann. Ich habe einfach schon viele so Geschichten-Workshops gemacht mit Schulklassen oder auch für unser Theater, Skarmus. Wir haben schon 4 Theaterstücke entwickelt aufgrund von Geschichten, die Kinder geschrieben haben. Und da geht es vor allem darum, zu sagen, du tünd mal alles euch ein Rechtschreiben wissen auf die Seite. Und schön muss es auch nicht geschrieben sein. Weil also auch in den Köpfen der Erwachsenen stecken so viele spannende Geschichten, die man nie erzählt. Die einfach niemand zu hören bekommt. Weil in der Schule schreibt man die ja nicht. Die sind vielleicht zu frech oder zu grusig oder weiss ich was. Oder man hat Schiss, eben, ja, dann muss ich wieder so sauber und richtig schreiben. Und da muss man bei mir im Workshop alles nicht. Mhm. Also ich kann relativ selber eine wüste Schrift, ich kann recht viel entziffern. Es geht darum, um die verborgenen Geschichten vorzulocken und die mal zu hören. Mhm. Und das Ziel ist ja, es gibt jetzt am Sonntag zu Abend ist die sogenannte All-Star-Night, wo man all die Sachen, die entwickelt werden in den Workshops, noch am Publikum vorstellen kann. Am Sonntagabend wird beatboxed, werden Geschichten erzählt. Genau, oder auch die Tänzer oder die Graffitis werden wir natürlich auch versuchen zu zeigen dort. Und wer weiß, vielleicht tut Steff Lachef ja eine von diesen Geschichten, die bei mir im Workshop entsteht, vorträgen. Sie wird dort der All-Star Night da sein. Und mit ihren Beatboxen, die sie ja den Kurs macht, auftreten. Mhm. Das Skarmus-Theater, das bist ja vor allem du und Nora von der Mühl. Ihr habt jetzt auch ein neues Stück am Start. Ja, Mädchen. Was hast jetzt du mit dem zu tun? Du bist ja kein Mädchen. Also ich bin, Nora und ich sind ja die Theaterleiter vom Theater Skarmus. Seit 15 Jahren machen wir jetzt das. Und ich mache da nur Dramaturgie. Also ich sitze mit der Regie draußen und versuche, das in eine Form zu bringen. Mhm. Und eben, neues Stück richtet sich ja auch an ein junges Publikum. Genau, das meistens. Mensch, ab 7 ist jetzt das, Mädchen. Ja. Genau, aber das ist jetzt nicht eine Geschichte, die das Kind geschrieben hat. Nein, also es sind diverseste Geschichten. Mhm. Es spielen 2 Frauen, Nele van der Broek und Nora von der Mühl. Nele redet nur Flämisch, also da, wo man Belgier redet. Und Nora redet ihren Dialekt. Mhm. Und wie empfindest du jetzt das zum Beispiel? Ich meine, ihr macht das schon sehr lange, Skaramouche. Und dann entfernt man sich ja auch altersmässig, sagen wir, ein bisschen von seinem Zielpublikum. Mhm. Oder du wirst älter, sie sind immer ein bisschen im gleichen Segment. Merkst du, wirkt sich das irgendwie aus aufs Verhältnis? Wirst du anders wahrgenommen von den Kindern als jetzt zum Beispiel vor 10, 15 Jahren? Oder? Ja, ich werde als Spieler sicher anders wahrgenommen. Also es wird jetzt immer schwieriger für mich, kleine Buben zu spielen. Ich muss jetzt vielleicht langsam anfangen, Grossvaterrollen übernehmen. Einfach
Das ist klar, aber wir haben ja sowieso Erzähltheater und dort als Erzähler gehe ich vielleicht jetzt eher noch besser durch, aber man kann dort eigentlich alles erzählen. Und da nehmen, also wenn man es ehrlich meint auf der Bühne, da spüren die Kinder und da nehmen sie einem immer noch ab. Und das andere ist, dass wir immer noch die Kinder fragen, was sie eigentlich interessiert. Und auch da ist jetzt, sind es wieder Erinnerungen, die uns auch Kinder erzählt haben. Wir haben jetzt da auch in Schulklassen Fragebogen herumgegeben. Dort sind jetzt jenste Kurzgeschichten, die wir versucht haben einzubauen. Also die zwei Frauen, die gehen durch eine Welt von Erinnerungen, wo sie quasi all die Sachen, die man sich nicht getraut hat, jetzt doch machen. Also es ist recht eine wilde und freche Sache, wo die zwei Frauen da sind eigentlich wie hunderte von Geschichten, ganz kleine. Und es spielt sehr damit, dass sie sich einmal nicht verstehen oder missverstehen. Oder einfach da, wo sie verstehen, mit dem machen sie weiter und gehen also durch eine rechte Achterbahn von Erlebnissen durch. Ihr habt das Stück hat Premiere, aber eine Woche verschoben, ist aber gleich noch ins Jups eingebunden. Gehört zum Jups, man kann also während dem Jups schon Billett posten, die sind dann auch ein bisschen billiger, als wenn man es an der Premiere selber postet. Schön, unsere Zeit jetzt hier im Studio ist um. Das Jups fängt am nächsten Wochenende an. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ganz viel Spass mit dem Merci Kindern. Vielmals, Spass werden wir haben. Ja. Danke. Danke, dass du da gewesen bist, Colombo. Merci. Ihnen zuhause danke ich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche noch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.